Willkommen zurück zu Forza 7. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich habe das Spiel gestartet, ganz normal wie immer, ja. Und dann kam diese Meldung. Autolieferung. Diese Autos wurden ihrem Fuhrpark hinzugefügt. Gratis Rampenlichtauto im Mai, irgendwann im Juni, im Juli. Und dann noch ein Top Gear Autopaket. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts gekauft. Ich habe kein Geld ausgegeben. Ich habe nur so aufgeklickt. Ich habe nichts getan. Ich kriege Autos. Ich glaube, ich sollte mich nicht beschweren. Auch wenn jetzt da... Boah. Nicht so die spannenden Sachen dabei sind. Ich nehme einfach mal alles an. Ja, so finde ich das gut. Ey, was zur Hölle? Okay. Ich weiß noch nicht mehr, wo wir waren. Ah! Breakout Open Elite. Juhu! Was haben wir denn hier an Beschränkungen? 313 kW, 750 Leistungspunkte. Boah, also Open, ne? Open ist halt nicht Open, sondern eher so... Wow! Wir können uns auch zwischen ganz vielen Autos entscheiden. Das ist ja traumhaft. Und das sind vor allem so tolle Autos. Wie passt das denn? Warum kann ich den jetzt... Ah ne, warte mal, empfohlen. Moment. Alles gut. Moment. Warum steht da empfohlen? Wie kann ich das jetzt hier umschalten? Ah, ich kann mir die Gruppe aussuchen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht gemeckert. Ja, das Spiel ist halt manchmal ein bisschen sehr komisch. In der einen Open-Serie werden dir halt direkt alle Autos angezeigt, die du fahren kannst. Und jetzt musst du dich hier durch die Gruppen wuseln. Naja, ich verstehe es nicht. Tja, also wir können jetzt tatsächlich alles fahren. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Boah, wir könnten ja eigentlich, was schon lange nicht mehr passiert ist. Ne, ist falsch. Moment. Wie ging das hier nochmal? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Oh, Indica hätte ich natürlich auch Bock. Aber das haben wir jetzt schon zu oft gemacht. Da! Den sind wir, glaube ich, nur ein einziges Mal in einem Schaurennen gefahren. Dann nie wieder. Was ein bisschen schade ist. Den könnte man doch mal fahren. Wobei ich hier auch richtig Bock drauf hätte. Aber die will ich lieber im Oval fahren. Macht mir Spaß. Das sind noch die alten, ne? Ja, das sind noch die alten. Wir fahren Racetruck. Einfach mal, um was anderes zu machen. Jetzt brauche ich nur ein schönes Design. DeWalt. Ist das nicht dieser ganz, diese ganz große Baumarktkette aus Amerika? DeWalt? Ach ja, unser T-Rex, den haben wir drauf. Nehmen wir DeWalt, das sieht cool aus. Schwarz-Gelb erinnert so ein bisschen an Renault. Nehme ich. Ich habe den noch nicht mal gehabt, den Truck. Weißt du, machst du ein Schaurennen mit und dann hast du ihn noch nicht mal. Oder war das noch vor den ganzen, vor der Karriere, diese drei Einführungsrennen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon Ewigkeiten her. Es ist fast wieder ein Jahr her, als das Spiel rauskam. Also nicht ganz. 10 Monate sind es jetzt ungefähr. Natürlich Virginia International Raceway, jawoll. Nein, das ist doch Upgrade Shop. Genau das wollte ich tun. Ich wollte jetzt einfach mal gucken. Ach nein. Quatsch. Luftmengenbegrenzer. Ach, das Ding heißt doch Luftmengenbegrenzer. Ich dachte, das hieß Luftmassenmengenbegrenzer. Moment, das würde gar keinen Sinn machen. Ich weiß es doch nicht. Ach so, wir sind schon auf dem Dingens. Reifenbreite. 575er Schlupf. Das habe ich auch nicht gesehen. Die hätte ich gerne auf meinem Auto drauf. Das sähe bestimmt richtig gut aus. So 575er Schluppen auf einem E46. Das ist doch bestimmt traumhaft aus.
nicht. Dann wollen wir mal. Truck Series. Juhu! Na Mann! So. American Truck Simulator. Ah ne. Truck Simulator. Wie heißt das nochmal? Bam, erstmal hier. European Truck Simulator ist das Spiel, ne? Ich weiß, dass es American gibt, aber wir haben fahren hier Benz. Boah, Junge, Vodafone, hau mal ab da. Oh shit. Ja. Ich vergaß, ich fahre ja einen LKW, der ist ein bisschen... Boah, bremst doch nicht, du Otto. Nein, Otto soll keine Beleidigung darstellen. Habe ich eigentlich meinen dicken Heckflügelaufsatz? Nee. Da vorne fährt hier Jumper. T-Rex. Big G. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich finde es ein bisschen schade, dieses Truck Racing hätten sie in dem Spiel ruhig ein bisschen häufiger einsetzen können. Ich glaube, das gab es zweimal. Ich meine, es gäbe ein Schaurennen ganz am Anfang in diesen Einführungsrennen, da war der halt einmal bei. Och du Scheiße, ey. Bremsweg ist, ich weiß auch nicht, vorzüglich. Nein! Ach, was mache ich denn da? Boah, ich dachte, ich wäre an einer anderen Stelle der Strecke. Schon irgendwie lustig. So, Platz 4. Oh nö, ey, das ist... Oh. Man muss sich so dran gewöhnen, so ein 10-Tonnen-Auto zu fahren. Ich weiß, er wiegt keine 10 Tonnen. Jetzt komme ich hier schon wieder raus. Warum komme ich jetzt hier schon wieder raus? Das kann doch nicht sein. Der lenkt nicht mehr ein, die Lenkung ist kaputt. So, nicht vorhandenen Windschatten ansaugen. Der hat einen siebten Gang. Cool.
So, wo lässt du mir Platz, mein Freund? Ich bremse dich einfach innen aus, ja. Sehr schön. Wo ist er denn? Huch, der ist noch neben mir. Und wir sind vorne. Und die letzte Runde sogar ohne Zurückspulen beendet. Das ist toll. Ja, ich glaube, die Trucks, das ist so die Serie, wo man auch mal alle Rennen gewinnen kann. Weil da sind die Gegner jetzt nicht so die intelligentesten. Oder die schnellsten. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. So, endlich mal wieder gewinnen. Das ist toll. Haben wir lange nicht mehr gehabt. So, komm, nächstes Rennen. Zack, zack. Ziemlich zügig. Das schaffen wir nur leider nicht ganz so viele Rennen, weil die sehr lange sind. Da die Autos, wollte ich schon sagen, die LKW nicht ganz so schnell sind. Rio. Oha, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Upgrades. Hier, da hinten, dieser Aufbau. Geil. Einstellbar. Oha. Auch direkt mal 11, 20 Kilo mehr. Probieren wir mal aus. Als ob so ein ganzer Aufbau, wahrscheinlich auch noch aus Vollcarbon, nur 2000 Euro kostet. Das ist doch deutlich... Nee, glaube ich nicht. Oh. So. Rio de Janeiro Bergstrecke. Mit Front- und Heckspoiler-Partie. Vom Allerfeinsten, will ich mir hoffen. Oh, da bin ich gespannt jetzt. Da bin ich gespannt, ob man jetzt da eine Veränderung merkt oder eher nicht. Ich hätte es auch einstellen müssen, ne? Scheiße. Ja, passt. Ich komme gut um die Kurve rum. Acht Runden? Achso, die Strecke ist so kurz. Okay. Hallo? Alter! Oh, der hat schon keine Frontschütze mehr. Die habe ich ihn, glaube ich, gerade abgefahren. Macht nix, sind alle versichert. Was doch ziemlich geil wäre, ist, wenn es hier Aufsätze, Auflieger geben würde für die LKW-Fahrzeuge. Für die Führerhäuser. Wie nennt man die scheiß Dinger vorne? Fahrerkabinen. Jetzt könntest du einen Coca-Cola-Weihnachtstruck bauen. Wäre bestimmt lustig auf so einer kurzen Strecke. 24, 40 Tonner. Stell dir mir lustig vor. So, jetzt hat er aufgegeben. Der
lässt mir auch keinen Platz, dies rum. Aber die Luftabweiserplatten, die wir uns angebaut haben, also Heck- und Frontflügel, die bringen's. Also ich habe deutlich mehr Grip in den Kurven. Es ist trotzdem mal lustig. Aber wir haben eine Rückfahrkamera, das sehe ich jetzt erst. Und links der Monitor, das ist eine Rückfahrkamera. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Hightech on board. Hoppala. Au, oh, der Wagen ist kaputt. Da habe ich mein, die Breite von meinem Auto ein bisschen unterschätzt. So, ab geht's in die zweite Halbzeit. Oder in die zweite Rennhälfte. Ja, und die Gegner sind weg. Das ist Safe Point. Also diese Serie, die werden wir mit Sicherheit... wie nennt man das? Wenn man volle Punkte erreicht hat. Ideal abschließen. Mit voller Punkteausbeute. Wie auch immer. Muss ich mal ganz kurz... Ah, alles cool. Ich musste noch mal kurz einen Blick auf die Uhr riskieren. Ich habe gleich noch einen Termin. Ich muss zum Kfz-Händler meines Vertrauens. Man nennt ihn auch BMW-Händler. Und da muss ein Gutachter mein Auto mal angucken. Bei mir ist vorne einer reingefahren. Als ich stand. Beim rückwärts einparken ist mir vorne einer reingefahren. Motorhaube kaputt. Die Frontstoßstange... Ich bin mir nicht ganz sicher. Wird jetzt alles schön mit Gutachter und allem, was dazugehört, gemacht. Das heißt, ich kriege eine neue Motorhaube, die ich eh haben wollte. Oder haben musste, weil die alte am Rosten war. Das heißt, es war ein relativ glücklicher Zufall tatsächlich. Man muss auch mal Glück haben. Ich bin nur froh, dass der Kühler nicht mit erwischt worden ist. Sonst hätte ich ihn erfahren können. Was aber auch nicht so schlimm wäre, hätte ich einen Leihwagen gekriegt, das wird ja alles bezahlt. Ne, das ist ja... Versicherungen sind schon was Tolles, wenn man sie mal... Wenn man unschuldig ist. Das ist ja alles bezahlt. Ich kenne ja so einen Fall nicht. Ich kenne mich damit nicht aus und ich habe mich dann immer beraten lassen vom Service-Mitarbeiter gestern. Da hat mir das alles schön erklärt und ja, ich habe damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wenn der Wagen nicht fahrbar ist in der Werkstatt ist, Ersatzwagen überhaupt kein Problem. Wenn nicht, kriege ich Geld dafür. Das ist alles, ach, ist schon ziemlich geil. Kann ich öfter mal an die Karre fahren. Einmal abwarten, was der Gutachter sagt. Dann muss ich gleich noch hin. So, Runde 7, Runde 8. Gleich haben wir es geschafft. Boah, so ein Rennen dauert gut und gerne mal 6 Minuten. Oh, vorne rechts der Reifen ist schon krass. Bei so einem Standard-Kurzrennen hier. Das ist die letzte Kurve. Nochmal eine deutlich schnellste Runde. Ja, erster. War jetzt nicht so schwer. Schön.
So, die Kohle nehmen wir noch mit. Gucken wir noch mal, wo wir dann als nächstes fahren. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns einfach auf das nächste Rennen. Die machen echt Spaß. Also das ist mal was Neues. Man muss zwischendurch, glaube ich, auch mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen, was... ja gut, hast ja eigentlich durch die ganzen verschiedenen Meisterschaften. Aber irgendwie... ja, die Trucks, die fehlt mir so ein bisschen. Die sind ganz lustig zu fahren. Und das nicht nur, weil man da definitiv gewinnen tut. Plock, jetzt komme ich hier noch gegen alles Mögliche. Fahrerstufe aufgestiegen. So, Kanada, Credits, Geld. Ich nehme natürlich den Chevy. Den NASCAR Chevy mit der Nummer... was ist das? 24. Die alte Nummer von Jeff Gordon. Ich weiß gar nicht, wer die heutzutage fährt. Wer fährt die denn heute? Henrik Motorsports. Also beziehungsweise dann letztes Jahr halt. Weil Jeff Gordon fährt ja nicht mehr. Wer ist das denn? Wer fährt denn da? Ach ja, Billy Byron. Ah! Stimmt. Da war doch was. Cutie. Oh, Sonoma. Sonoma ist schön. Drei Runden Sonoma, das sehen wir dann am... Was haben wir denn jetzt heute? Warte mal, Donnerstag haben wir heute. Ein bisschen spät Donnerstag, ich weiß. Samstag. So sieht es nämlich aus. Auf Sonoma, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Donnerstag und Freitag noch bis Samstag. Tschüss.